warum soll ich das machen? Also warum soll ich über Gott nachdenken? Was bringt mir das für einen Vorteil in meinem Leben? Ich sehe ihn nicht. Es geht alles prima ohne. Also wenn die mal richtig nachdenken würden, müssten die doch drauf kommen, dass das Quatsch ist. Okay. Ja, also die sind wieder besseres Wissen Christen und das stimmt einfach nicht. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann hat es was mit Erfahrung, mit persönlichem Einlassen zu tun. Aber ich muss auch nicht mein Gehirn an der Garderobe abgeben. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen lebensuntauglich. Okay. Die brauchen irgendwie so eine Krücke, die brauchen da irgend so einen Gott. Aber das kriege ich auch alleine hin, habe ich gedacht. Hast du denn einschlägige Erfahrungen gemacht mit Christen, die so waren? Ach, ich glaube, die hat jeder mal so gemacht. Ich sage nicht, dass das ein faires Urteil war, aber das ist eine Bewertung, die ich so in mir getragen habe, mit mir rumgetragen habe, die auch bequem ist, weil du kannst ja auch eine Menge Dinge vom Leib halten damit. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, genau. Wie hast du denn gedacht früher? Also du hast Physik studiert. Wie war deine Weltsicht? Ich habe gedacht, dass ganz viel von dem, was unseren Alltag bestimmt, also sowohl für mich persönlich als auch so für uns als Gesellschaft, als Welt sozusagen, da kommst du doch mit einem klaren Geradeausdenken ziemlich weit. Also da brauchst du keine Rückgriffe auf irgend so ein Buch von vor 2000 Jahren und irgendwelche Vorstellungen von Gott, wo die Christen sich selber nicht so ganz einig sind, ja, wie das jetzt alles sein soll und warum das alles so sein soll. Ich glaube, das war mein Lebensgefühl. Wir haben es im Griff. Wir können es machen. Gab es für dich einen Gott? Ich glaube, also heute würde ich im Rückblick sagen, eigentlich war ich Agnostiker. Also ich war jetzt nicht so atheistisch drauf, dass ich gesagt hätte, na, ich beweise euch mal allen, dass das alles Quatsch ist. Ich habe gesagt, also ja, vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber das, was ich bisher gehört habe, finde ich alles nicht überzeugend. Agnostiker bedeutet? Agnostiker bedeutet, man hält sich die Hintertür offen. Ach, das ist ja auch praktisch. Genau, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ich glaube, bei mir war es eher unbewusst. Genau, aber für mich war klar, also warum soll ich das machen? Also warum soll ich über Gott nachdenken? Was bringt mir das für einen Vorteil in meinem Leben? Ich sehe ihn nicht. Es geht alles prima ohne. Also war es erstmal gar nicht so wirklich ein Thema für dich, der christliche Glaube? Nee, und da, wo mir Christen begegnet sind, fand ich es oft so ein bisschen peinlich. Mhm. Also, wie gesagt, wenig überzeugend, ein bisschen hilflos manchmal. Und das klingt jetzt, ich glaube, das klingt jetzt mega arrogant, aber so habe ich es damals gedacht. Und ich glaube, viele Menschen denken so. Ja. Und dann hat sich was verändert. Dann kam eine wunderbare Frau in dein Leben. Genau. Ja, genau. Also meine Frau und ich, wir haben uns so im letzten Schuljahr vom Abi kennengelernt. Hervorragender Zeitpunkt, um sich kennenzulernen. Kurz vorm Abi, ja, du hast den Kopf frei. Klasse. Genau. Und, was ist dir zuerst an ihr aufgefallen? Weißt du das noch? Kannst du das sagen? Nee, das weiß ich nicht mehr. Wir hatten lustigerweise, glaube ich, nur einen einzigen Kurs überhaupt zusammen. Also, okay. Naja. Auf jeden Fall, sie ist dann so nach der Schule, ist sie für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen und ist, obwohl sie selber jetzt gar nicht aus so einer frommen Familie irgendwie war, ist irgendwo in so einem Bible College in London gelandet und hat da so, heute würden wir sagen, FSJ oder sowas gemacht, ne, im Haushaltsbereich. Und da ist sie Christen begegnet und fand das überzeugend und hat gesagt, ich will auch Christin sein. Oh. Und ich saß in Deutschland, sie war in London, es gab kein WhatsApp oder so, ja, also telefonieren, schweineteuer. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, die ist jetzt in eine Sekte geraten. Also die ist jetzt völlig abgespaced. Was mache ich jetzt? Mhm. Also fliege ich da jetzt hin, hole ich die da raus? Auf jeden Fall hat es mich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und jetzt zu sagen, also entweder ist jetzt meine Freundin auch eine von den komischen, ja, oder vielleicht muss ich doch mal Sachen an mich ranlassen und mich damit beschäftigen. Also ergebnisoffen, sagen wir mal. Okay. Und was hast du dann gemacht? Bist du hingeflogen? Hast du rausgeholt? Nein. Wir haben viel geredet, wir haben viele Briefe geschrieben. Also das ging ja damals auch gar nicht anders. Ich war zweimal da und ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich dort war, und da sagt mehr über mich als über die Leute da in diesem Bible College, beim ersten Mal habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Christen spielen Fußball und lesen Zeitungen. Das war für mich eine Offenbarung, weil ich das so in dieser Weltfremdschublade hatte. Ja, die sind ja mitten in dieser Welt und interessieren sich für das, was nachrichtenmäßig passiert und so. Heute würde ich sagen, ja, es gibt die anderen schon auch, leider. Aber das hat mich positiv überrascht. Und es war alles auf Englisch, das fand ich auch cool, weil das klang nicht so fromm.
Okay, verstehe. Weißt du, also wenn du so Zugang, immer die so Traktat oder irgend so Kram kriegst mit Frommdeutsch, das macht so ein bestimmtes Gefühl. Also bei mir hat es das gemacht. Und jetzt war das auf einmal Englisch, das klang irgendwie mindestens mal neutral. Und das hat es mir, glaube ich, erleichtert. Verstehe. Hat deine Freundin dann irgendwie ein bisschen anders geglaubt, als du das so gedacht hast? Oder war das so ein bisschen, ja, wie hat das auf dich dann gewirkt? Es war für mich ja alles Neuland. Ja. Also was die wie denken und glauben und warum. Und ja, also ich konnte da mal in so eine Vorlesung mit reinhören, da ging es irgendwie um Kirchengeschichte, ist jetzt vielleicht nicht das spannendste Thema, was man so haben kann, aber ich habe gedacht, Mensch, das ist reflektiert, das ist durchdacht, das ist gar nicht so irgendwie an den Haaren herbeigezogen, um irgendwas wieder besseres Wissen zu glauben. Ich glaube, das habe ich vorher gedacht, ne? Christen, also wenn die mal richtig nachdenken würden, müssten die doch drauf kommen, dass das Quatsch ist. Okay. Ja, also die sind wieder besseres Wissen Christen und das stimmt einfach nicht. Wie hast du dich denn dann beschäftigt mit diesem Glauben? Bist du in eine Kirche gegangen oder wie hast du es gemacht? Nee, viel über Bücher. Also sie hat mich auch mal mitgenommen in den Gottesdienst. Heute weiß ich, ne, Baptistengemeinde relativ normal. Da saß irgend so eine ältere Lady in der Reihe hinter mir, die ist immer aufgesprungen, hat Halleluja gerufen. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Ich dachte, warum stört die hier? Bis ich gemerkt habe, die anderen stört das aber gar nicht, dass sie das macht. Und ich habe viele Bücher gelesen, also so C.S. Lewis und so, bin ja, ne, als Naturwissenschaftler dann eher der rationale Typ. Das hat mir echt Türen geöffnet, zu verstehen. Gott ist nichts, was man durch Ratio ergreifen kann. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann hat es was mit Erfahrung, mit persönlichem Einlassen zu tun. Aber ich muss auch nicht mein Gehirn an der Garderobe abgeben. Das war mir wichtig. Also dieses wieder besseres Wissen, das geht mir bis heute gegen den Strich. Und das hat mir aber geholfen, also so Bücher wie zum Beispiel von C.S. Lewis, mich wirklich damit zu beschäftigen, zu merken, ja, man kann das denken. Es ist vielleicht nicht zwingend im Sinn von, ich kann jetzt gar nicht mehr anders, aber man kann das denken, es ist seriös. Gab es so ein zentrales Thema, was dich davon abgehalten hat, dich dann dem noch mehr zu öffnen? Nee, würde ich nicht sagen. Also im Rückblick glaube ich, war der christliche Glaube nichts, was sich für mich von vornherein von sich heraus als relevant und wichtig für meinen Alltag dargestellt hat. Das war wie so ein Hobby. Ja, warum soll ich das haben? Und erst als ich angefangen habe, darf ich sagen, mit Gott zu experimentieren, da habe ich gemerkt, ja, nee, es geht hier um die Wirklichkeit, es geht hier nicht um ein Hobby. Experimentieren, was hast du gemacht? Ja, genau, also die Physiker, ne? Genau, in einem von den Büchern, die ich da so gelesen habe, war so ein kurzes Gebet drin und ich habe gedacht, das kann ich ja mal machen, ja, was soll schlimmstenfalls passieren? Ich erzähle es aber keinem, ne? Und dann habe ich mich in meinem Zimmer die Tür zugemacht und habe dieses Gebet gebetet und das war eigentlich ganz simpel, ganz mini, also minimalistisch sozusagen. Ja. Und ich glaube, ich habe gebetet, Gott, ich glaub nicht, dass es dich gibt, aber wenn doch, dann will ich das mitkriegen. Amen. So. Okay. Dann gesagt, das kann man ja mal versuchen und wenn es Gott gibt, dann soll er bitteschön jetzt auch auftauchen und dann schauen wir mal, was hier Sache ist. Was ist passiert? Erstmal nichts, aber ich habe so gemerkt in den fast schon Monaten danach, dass sich meine Einstellung verändert hat zu Christen, zu christlichen Überzeugungen. Ich habe gemerkt, boah, irgendwie fühlt sich das so an, als, weißt du, wie wenn du in ein Geschäft gehst und du hast immer von draußen durchs Schaufenster reingeschaut und auf einmal merkst du, ey, ich bin ja drin und guck von innen raus. Also okay. Ich habe das überhaupt nicht irgendwie bewusst gehandhabt oder so, sondern das ist mir fast aufgefallen. Ich habe es irgendwann entdeckt, oh, das ist ja schon jetzt länger so, schon seit Wochen oder Monaten. Ich glaube, ich habe auch ziemlich schnell ein differenzierteres Bild von Christen bekommen, dass ich gemerkt habe, du warst auch ganz schön borniert. Und da, wo ich Christen für komisch gehalten habe, ja, manchmal sind wir Menschen komisch, ich auch, aber das hat ja gar nichts mit den inneren Überzeugungen erstmal zu tun. Oder es begründet sie nicht, es widerlegt sie auch nicht, sondern das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ob jemand als Mensch vielleicht ein bisschen seine Macken hat, so wie ich die auch habe, oder ob es diesen Gott wirklich gibt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also wieso habe ich das in eins gerührt? Ja. Ja, und dann, ich habe dann angefangen, Bibel zu lesen und mehr zu beten und bin in eine christliche Studentengruppe dann gekommen, als ich angefangen habe zu studieren und habe ganz viel gelernt. Ich glaube, ich war der am Anfang die blödesten Fragen gestellt hat.
Aber das hört sich sehr nach einem Prozess an. Also absolut. Viele Geschichten hört man auch. Wow, da ist dann diese, viele sagen Bekehrung dazu, also dieser Punkt, ja, und dann habe ich es gespürt und dann waren da Riesengefühle und das erschreckt auch manche. Also das muss nicht so sein. Das ist so. Absolut Prozess. Also ja, es gab dieses Gebet, aber ich würde jetzt nicht da hineingeheimnissen und entziffern und enträtseln, ja, was hat Gott die ganze Zeit gedacht, ja, und ab wann war das sozusagen gültig oder so. Hey, das sind doch alles nur theologisch-theoretische Fragen. Also wer sind wir, dass wir das wüssten? Aber was ich weiß ist, Gott ist nach und nach mehr und mehr aufgetaucht, sodass ich ihn nicht mehr wegdiskutieren konnte, selbst wenn ich gewollt hätte. Also das ist eine Relevanz, die sich so nach und nach verstärkt hat. Und wenn du mir damals gesagt hättest, ich würde mir irgendwann ein christliches Medienhaus leiten oder predigen oder so, hätte ich dich für verrückt erklärt. Aber so ist das, wenn Gott im Leben von Menschen seine Pfade legt und seine Geschichte schreibt. Und ganz viel in unserem Leben ist viel mehr Prozess, als wir manchmal so sagen. Mhm. Das glaube ich schon. Und auch lange. Ne? Also ist ja auch schon viele, viele Jahre her jetzt. Und vor ein paar Jahren, da ging es dann auch wirklich ans Eingemachte. Du hattest eine Lungenembolie. Ne? Wie war das damals? Wie gefährlich war das damals? Also ich habe es in der Situation gar nicht so gefährlich empfunden. Das ist ja, ich glaube, das ist oft so, wenn du selbst in einer Krise oder einem Unfall oder so drinsteckst, ja, dann funktionierst du halt irgendwie und musst ja damit umgehen, wenn man so weiter weg ist. Ich glaube, dann hält man mehr die Luft an. Also ich fand das gar nicht so schlimm. Das ist in der eigentlich fast Routineuntersuchung bei meiner Ärztin aufgefallen. Ich habe gemerkt, ja, ich habe so ein bisschen Luftnot, wenn ich hier im ERF, im alten Medienhaus noch, ne, so durch die Treppenhäuser gelaufen bin. Immer wenn ich oben bin, ich kann gar nicht reden. Also ich brauche eine Minute, um sprechen zu können. Das ist irgendwie komisch. Und dann war ich bei meiner Ärztin, die hat gesagt, da guck mal lieber mal, fahr mal in die Klinik. Dann bin ich in die Notaufnahme und hab nur das Wort Lungenembolie gesagt. Und ich hatte sofort einen Platz und ne, alles, alle auf Halt. Und ich dachte, oh, anscheinend ist das irgendwie was Ernstes. Aber ich hab mich nicht bedroht gefühlt oder so, sondern das kam dann erst so nach und nach an, was das bedeuten kann. Mhm. Also, dass man da echt dran sterben kann, auch als junger Mensch. Das ist gar kein, also ist gar nicht so selten, wenn man eine Lungenembolie hat. Genau, und am Anfang war ich auch sehr, also ich habe das schnell mit meinem Glauben auch in Verbindung gebracht. Am Anfang war mir klar, nee, du wirst hier nicht sterben. Also ich hatte gerade eine neue Berufung empfunden, so für eine Geschichte hier in meinem Job und habe gedacht, nee, das habe ich ja noch gar nicht gemacht, das ist ja noch gar nicht fertig, also das, hier ist nicht Schluss. Aber wenn du dann mal 3 Wochen da mit Sauerstoff in der Nase liegst und noch viel schlimmere Schicksale rechts und links mitkriegst in deinem Krankenhauszimmer, dann bröckelt das. Also ich habe gemerkt, du kannst deinen Glauben nicht alleine hochhalten. Du brauchst Leute, die für dich beten. Okay, das hattest du. Ja, hatte ich vorher schon. Die habe ich dann angerufen und habe gesagt, Freunde, also ihr müsst jetzt mal für mich glauben und für mich beten. Ich bin jetzt hier nicht zu Tode verzweifelt, aber ich will da nicht alleine durch. Hat das was verändert in deiner Beziehung zu Gott? Das ist eine gute Frage. Nicht substanziell, würde ich sagen. Also, dass Gott in Tiefen da ist, wusste ich vorher im Kopf. Ich glaube, es hat nochmal die Dinge so tiefer sacken lassen, dass ich meine, ja, was auch immer in diesem Leben kommt, ich kann mich auf ihn verlassen. Aber ich finde es spannend, dass das eher auch so eine Abwesenheit von, ich weiß nicht, also, wie soll ich sagen? Du hast gerade erzählt, andere haben für dich dann gebetet, ne? Und trotzdem würdest du sagen, ich habe Gott erlebt in der Tiefe. Also es ist nicht immer so dieses Gefühl, Gott ist da. Ich kenne beides. Also ich kenne Phasen, wo ich auch sagen würde, ja, da läuft ganz viel in der Emotion, im Gefühl. Ich kann es gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das weiß. Ich weiß es einfach, ne? So die... Das kommt von irgendwoher, das ist einfach da. Das kenne ich, aber ich kenne eben auch die anderen Zeiten, wo ich mir das eher mit dem Kopf zurechtlegen muss und mich dran festhalten muss und sagen, nee, ich fühle jetzt was anderes, aber das Gefühl ist nicht entscheidend. Du hast angefangen mit dem, dass du gedacht hast, Christen, das sind lebensunfähige Menschen, die brauchen halt irgendwie sowas. Ein bisschen, woanders hast du gesagt, eine Krücke ist Gott. Was sagst du denn heute dazu, zu diesem Bild? Ist das so? Ja und nein. Also ich würde sagen, nein, in der Schwarz-Weiß-Malerei, die ich da betrieben habe damals, ist das ganz sicher nicht so.
Ich würde aber sagen, es hat sich auch in meinem Eigenbild was verändert, dass ich nämlich gemerkt habe, ja, es gibt auch viele Dinge im Leben, da brauche ich Hilfe. Mhm. Und es ist auch ein Selbstbetrug zu denken, naja, ich habe ja alles im Griff. Es gibt große Phasen im Leben, wo ich alles im Griff habe und du wahrscheinlich auch und wir alle. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in Deutschland so seit, ja, eigentlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, schon vor dem Ersten Weltkrieg fing das an, rückgehende Zahlen haben von Menschen, die sagen, ich brauche Kirche und ich brauche Glauben und so, weil wir so versorgt sind, in so einem Wohlstand unterwegs sind, so viel Sicherheit um unser Leben drumherum haben, dass wir das eigentlich ganz viel auch geht, als wenn es Gott nicht gäbe. Mhm. Aber ich bin eben auch Situationen begegnet, wo ich gemerkt habe, nee, ich brauche ihn. Mhm. Und es ist gut, dass er da ist und es stimmt einfach nicht, ne, dass ich da alleine klarkommen. Nee, mhm. Das ist einfach unreif gewesen. Mhm. Wer ist Gott für dich? Kannst du das beschreiben? Wie viel Sendezeit haben wir noch? Oh. Also ich könnte ganz viele Bilder nehmen. Ich sag mal eins, was ich bis heute nicht richtig begreife und worüber ich bis heute staune, ist, dass Gott auf der einen Seite so groß ist, dass er mich nicht braucht. Und dass er diese ganze Welt in seiner Hand hält, das ganze Universum, all diese Milliarden Galaxien, alles, was dazugehört, da staune ich bis heute drüber wie ein Kind. Und auf der anderen Seite Gott so nahe kommt, dass er sich für meine Ängste interessiert, meine Sorgen, meine Zukunftsträume, dass er mir Visionen gibt, Dinge, die nach vorne zeigen, er sagt, die sind für dich wichtig, Jörg. Also diese Gleichzeitigkeit von Gott hat das große Bild in der Hand und pflegt es und hegt es und er braucht mich nicht. Und auf der anderen Seite ganz nah, ich kann ihm alles sagen, er versteht mich, bevor ich selber meinen Gedanken nur ausgesprochen habe und mir selber klar ist, was ich eigentlich denke, weiß er schon, wie ich das meine. Und das beides gleichzeitig, das fasziniert mich bis heute und ich hoffe, ich komme damit auch nicht an ein Ende.